Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Assassin's Creed und machen jetzt mal diese Mission. Wir gucken einmal auf die Fähigkeitspunkte, da haben wir einige erhalten, in Summe 8. Das ist gut. Wir machen mal den hier, denn da kriegen wir die Wurfmesser wieder zurück. Dann wäre ich dafür, dass wir mal den Vogel etwas verbessern, dass wir da auch besser sehen. Dann hätten wir hier. Und schalten wir mal neues Spielzeug frei. Das da vorne rufen wir einmal ab. Vielleicht finden wir unterwegs noch etwas zu essen. Das ist natürlich sehr gut. Wir gehen mal hier unten lang, damit wir wieder etwas die Taschen der Leute erleichtern. Wobei die ja jetzt nicht allzu viel haben. Sehr gut. Hier müsste es irgendwo reingehen. Ich dachte da, aber hier. Und dann nochmal hier, aber hier steht Essen. Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Und da ist er. Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshi tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt. In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Okay. Sehr schön. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Was gibt es Neues aus eurer Werkstatt? Sieh dich um. So, wir haben die Möglichkeit. Wir machen Rauchbomben. Ich glaube, das war nicht verkehrt. Oder was haben wir noch? Lärm können wir machen. Oder Fallen stellen. Beides interessant. Wir nehmen mal die. War's das? Ja, wir gucken mal, ob wir die gleich noch verbessern können. Vielleicht können deine Fähigkeiten hier nützen. Sei mein Gast. 60, 95. Na komm. Was hätten wir hier? Mehr davon? Hm, die
Entfernung verlängert die Dauer. Wir warten erstmal. Sonst noch was? Danke, dass ihr... Auf bald! Auf bald! Können wir denen irgendwas erzählen? Nein. Dann gehen wir mal raus. Zack, raus. Aha. Wurfmesser. Gut. Wir gucken uns einmal die Nachforschungen an, was wir hier noch alles so zu erledigen haben. Süden, oder? Ja, es geht noch ein bisschen südlicher. Der Bazar ist... Das hier ist er. Hier müsste irgendwo ein Geheimnis sein. Was haben wir hier noch? Ah. Dann haben wir da gleich was zu erledigen. Wir können ja den Aussichtspunkt in der Nähe verwenden, diesen, damit wir nicht ganz so weit laufen müssen. Bei einem der letzten Videos hatte ich die gesucht, nicht gefunden, bin mit dem Vogel rumgeflogen, Adler, und das hat es auch nicht besser gemacht. Wir wollen das nehmen wir mit. Ach so, das sind auf deine Augen, Sadiq. Dieses Lager muss den Händlern gehören. Wir fliegen noch einen kleinen Tick weiter. Okay. Keine Wachen da. Sollten auf dieser Straße sein. Vielleicht haben sie in einer Oase Schutz gesucht. Halt! Wer ist da? Ich komme, Friede sei mit dir. Mich schickt eine Freundin von euch, die um eure Sicherheit besorgt ist. Zu Recht, wie du an diesem Pferdekopf erkennen kannst. Wir haben leider keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Lasst mich helfen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Wir wären dir sehr dankbar. Der Täter muss Spuren hinterlassen haben. Fußabdrücke und eine Blutspur. Der Pferdekopf wurde zur Mitte des Lagers getragen. Mein Pferd, mein lieber Kichererbse. Malaka, wer macht denn so etwas Schreckliches? Sieh mich nicht so an. Ich würde so etwas nie tun. Wie kann ich mit denen unterhalten? Ach so, jetzt. War das dein Pferd? Hades hat ihn sich geholt. Nun muss ich mir nicht nur Sorgen wegen Bagdads absurder Geldgier machen, sondern auch noch um mein Vieh. Verflucht. Oh, Ruhe in Frieden, Kichererbse. Sauber abgetrennt. Das erfordert eine scharfe Klinge.
Wir reden mit ihm. Was ist hier geschehen? Es geschah im Dunkel der Nacht. Ich konnte nicht gut sehen, aber ich glaube, ich sah jemanden. Bin aber nicht sicher. Okay. Da hinten ist eine Truhe. Die erleichtern wir mal. Wieder nur zwei Bauteile, das sind viel zu wenig. Gab mal Zeiten, da haben wir richtig viel gefunden. Oh. Jetzt zur Zeit ist es immer nur so wenig. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier geht es um Einschüchterung. Jemand will eure Ankunft verhindern. Was? Wer würde so etwas tun? Ich habe keine Feinde, kein böses Blut. Euch könnte noch Schlimmeres erwarten, wenn ihr der Straße weiter folgt. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Das würdest du für uns tun? Vielen Dank. Allah segne dich. Rasch, verlassen wir diesen Ort. Ach komm. Brechen wir auf. Es ist nicht weit bis zur Stadt. Komm, wir sollten hier weg. Rasch jetzt. Wäre ich doch zu Hause geblieben. Wo ist dein Zuhause? Ich komme aus Al-Yunan, westlich von hier, jenseits des Wassers. Mit meinem Pferd Kichererbsen brachten wir Waren aus und nach Bagdad. Die Städte, die wir besuchten, El-Quds, El-Basra und sogar Samarra. Wir haben noch richtig weiten Weg und... Dein Händler sagt, dass diese Waren für die Dairat al-Mal bestimmt sind. Ja, die große Auktion ist ein besonderes Ereignis und das heißt höhere Nachfrage. Dann nehmt ihr also daran teil. Teilnehmen? Ha, wenn ich nur so viel Geld übrig hätte. Nein, wir liefern nur die Waren für die Vorbereitungen. Wir müssen zusammenbleiben. Wo wollen wir dann hin? Rechts, links, geradeaus. Geradeaus. Das ist nicht gut. Geh doch nicht weg! Bleib doch hier. Ich fahr doch. Ach du Idiot. Na, sind das echt so viele? Wer schickt euch? Ihr könnt mich ziehen oder euch verstecken. Wer nach Bagdad will, muss fahren. Nein! Das war ungünstig. Schade, dass die so viele sind und auch, dass die überhaupt da weitergeritten sind. Warum verlässt du mich? Ja. Wer schickt euch? Wieso kann ich nicht laufen? Natürlich, du springst dann über Felsen, weil es einfacher ist. Dann mach mich fertig. Hier war überhaupt nichts dran, nichtsdestotrotz. Keine Ahnung wie, aber das hat gerade wunderbar funktioniert. Die Wachen unterstehen jemandem namens El Anka. Das bestätigt meinen Verdacht. Kommt. Meiner Treue. Wir wollen weiter. Ob sie geschickt wurden, um uns zu töten? Wahrscheinlich. Das ist wenig überraschend. Wir haben uns gegen das Kalifat und ungerechte Steuern ausgesprochen. Das kann uns den Kopf kosten. Doch das stumme Schaf hilft nur dem Schlachter. Widerstand gefällt ihnen gar nicht. Ich wäre nicht überrascht, machten sie aus uns ein abschreckendes Beispiel für andere Unzufriedene.
nochmal was passiert. Der Weg ist, glaube ich, noch lang. Oh ja. Na gut. Geht. Immer noch viel Platz, damit noch irgendwas passieren kann. Aber sieht gut aus, dass wir hier heil ankommen. Bagdad, nun seid ihr sicher. Du bist wundervoll. Vielen Dank. Da wären wir. Tausend Dank, Saidi. Bagdad ist nicht sicher. Auf den Märkten gehen Gerüchte um. Von Händlern, die verschleppt wurden. Hast du je von solchem Unrecht gehört? Wer tut so etwas? Wie man hört, haben sie es auf Ausländer abgesehen. Auf Händler, die nicht von hier sind. Die Abbasiden wollen an allen Geschäften mitverdienen. Wenn es ums Geld geht, gehen sie über Leichen. Der Zettel von den Wachen war von jemandem namens El-Anka. Diese Person steckt hinter dem Angriff. Ich konnte hören, wie sie den Steuereintreiber El-Anka nannten. Was seltsam ist. Ist der sagenhafte Vogel Anka nicht weiblich? Sag mir seinen Namen und wo ich ihn finde. Suhail lebt in einem Anwesen westlich von El-Kar. Sei vorsichtig, Sadiki. Er arbeitet wohl kaum allein. Ich danke dir. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Sehr schön, also den einen haben wir geschafft. Richtig, ich wollte gerne mal mit dir auf das gucken, auf die Rätsel. Denn wir haben hier das nicht. Das eine. Ich merke mir das dummerweise nicht. Welt. Da haben wir eine Farbe, hier noch ein Talisman. Sehr schön. Dann quasi immer. Nee, dann weiß ich doch nicht, wo es hingeht. Dann machen wir. Jetzt einmal ganz kurz schauen. Gibt es hier eine Möglichkeit, schnell zu reisen? Nein. Machen wir beim nächsten Mal. Wir reisen noch einmal hier hin, sammeln alles ein, was es einzusammeln gibt, und den Rest entdecken wir beim nächsten Mal weiter. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst, und okay, die gab es auch noch. Wir dahin wollte ich nämlich einsammeln. Wir haben 8 von denen, 2 von denen, 4 von den Rauchbomben. Läuft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bye.